Also, wenn wir darüber reden, was wir als Bürger machen können, was die aufgeklärte Öffentlichkeit machen kann, dann sollten wir noch nicht reden über die Struktur der Geheimdienste. Die sind zu gut abgeschirmt. Das ist ein ganzes Geflecht von Beziehungen, die Regierung, die Geheimdienste, die Medien. Das ist ein hegemonialer Block, den man gar nicht reformieren kann, denn ich will jetzt nicht radikal reden, aber den muss man aufdröseln. Und das ist ein sehr langer Prozess, es werden sehr dicke Bretter gebohrt werden müssen und es werden die Verbindungen zu den amerikanisch-britischen Machtzentren werden durchschnitten werden müssen und das wird sehr, sehr, sehr schwierig werden. Aber was wir machen können als Bürger, ist, dass wir uns nicht mehr verrückt machen lassen. Weil die machen uns ja nach jedem Anschlag und Anschlagsversuch, drücken uns die Regierungen neue Überwachungsgesetze rein, die unsere Bürgerrechte beschränken. Und das dürfen wir uns nicht bieten lassen. Also ich mach mal ein ganz banales Beispiel. Die Handgepäckvorschriften an den Flughäfen. Jeder von uns wird bei jedem Flug schikaniert, weil wir keine Flüssigkeiten mehr dabei haben dürfen und das alles vorzeigen müssen. Ja, das geht bis hin zu Salben, bis hin zu Tropfen für Kontaktlinsen und so weiter. Also eine schrecklich umständliche Sache. Ja? Und diese schikanöse Vorschrift geht zurück auf einen verhinderten angeblichen Terroranschlag im Sommer 2006 oder 2007, Atlantikflüge von London in die USA, wo angeblich Leute entsprechende Flüssigkeiten dabei hatten. Und das alles ist meines Erachtens nicht nachgewiesen, aber selbst wenn es nachgewiesen wäre, diese Verordnung, die nützt gar nichts. Zum Beispiel kurz nach diesem Ereignis auf den Atlantikflügen, dem angeblich verhinderten Anschlag, wurde im Kreuz und quer durch Europa in Flugzeugen ein Giftstoff namens Polonium transportiert, mit dem dann in London der russische Dissident Litvinenko vergiftet wurde. Saß in einer dieser Maschinen. Ging durch die entsprechenden Kontrollen, hat sich der Handgepäck Vorschrift unterwerfen müssen. Das Gift wurde nicht festgestellt. Ja, also eine völlig unsinnige, schikanöse Vorschrift, die meines Erachtens nur das Ziel hat, den Bürger bei jedem Flug daran zu erinnern, wir stehen im Antiterrorkampf und müssen alle Opfer bringen. Also der programmatische Ansatz, ich glaube, das ist relativ leicht rauszuarbeiten, der programmatische Ansatz für die Strategie der Spannung ist, den Bürger in Angst zu halten. Ja. Dazu gehört, dass der Bürger ein Feindbild braucht oder dass die ganz bestimmte Kreise, ja, mächtige Kreise, glauben, dass ein Feindbild dazu, ja, gehört, um regieren zu können, ja, diese Macht innehaben zu können, ausüben zu können und behalten zu können. Das Feindbild nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, Zusammenbruch des Warschauer Paktes, ist dieses Feindbild Islamismus artikuliert worden. Glauben Sie, dass sich das irgendjemand ausgedacht hat? Oder gibt es dahinter nicht doch eine reale kulturelle Konfliktgefahr? Also Konflikte gibt es immer, wenn Leute unterschiedlicher Herkunft zusammenleben und wenn dann vielleicht noch ökonomische, wirtschaftliche Probleme dazukommen, gibt es immer Konflikte, ja. So wie es immer Konflikte zwischen Mann und Frau geben wird, weil beide sind doch ziemlich unterschiedlich. Aber dennoch, das ist nicht der Grund für die verbreitete Anti-Moslem-Paranoia, die wir haben. Diese Anti-Moslem-Paranoia wird geschürt, so wie früher der Antisemitismus geschürt worden ist. Und so wie früher die Nazis etwa von der jüdischen Weltverschwörung sprachen, so sprechen ja heute unsere Sicherheitspolitiker von der islamistischen Weltverschwörung.
Und so wie früher die Nazis unter diese jüdische Weltverschwörung amerikanische Plutokraten und russische Bolschewiken, also völlig unterschiedliche Faktoren zusammengerechnet haben, wird jetzt plötzlich in der islamischen Weltverschwörung auch alles Mögliche zusammengerührt. Die Sunniten von Al-Qaida und die Schiiten im Iran und die Milli Görüş, also ein türkischer Verein hier in Deutschland und Moscheen in Hamburg. Also alles ist dann, gehört dann zum Islamismus und es hat Züge einer Wahnvorstellung. Ja? Und etwa dass man den Moslems unterstellt, sie planten terroristische Anschläge mit Atomwaffen oder mit Chemiewaffen, das ist eine klassische Projektion, dass Pläne, die man selber hat, die NATO selbst hat, die Amerikaner selbst haben, nämlich der Einsatz von chemischen Waffen und von atomaren Waffen, etwa abgereichertem Uran in den Kriegen Irak, Libanon durch die Israelis, Afghanistan, da wurde ja tatsächlich C- und A-Waffen eingesetzt, das projiziert man jetzt aber auf das neue Hassbild. Ja? Und was mir besonders Sorgen macht, ist das Feindbild sich neu konfiguriert. Und dazu will ich ein Zitat vorlesen von aus der Bildzeitung. Und zwar auf der Bildzeitung, da gibt es ja diesen Märchenonkel, diesen F.J. Wagner, der immer dem Leser die Welt erklärt auf Seite 2. Und der hat nach dem sogenannten Kofferbombern im Jahr 2006 folgende interessante Lageeinschätzung geliefert. Er schreibt, Bildzeitung, Spätjahr 2006, das Böse kommt ganz harmlos daher. Das Klischee vom irren Vollbart-Terroristen gehört längst ins Erinnerungsalbum der Fahnder. Der Attentäter von heute kann der junge Mann mit deutschem Pass von nebenan sein, ein Student wie jeder an der Uni. Aufmerksam hilft er vielleicht einer alten Dame über die Straße. Das heißt, das Feindbild verschiebt sich von dem fremdartig wirkenden Rauschebart-Moslem auf den angepassten muslimischen Mitbürger, ein freundlicher Mann, der der Oma über die Straße hilft. Der ist das neue Feindbild. Und das elektrisiert mich, dass es hier nicht mehr gegen schlecht integrierte oder integrationsfeindliche Moslems, die es gibt, geht, sondern es wird eine Feindschaft aufgebaut, gerade zu unseren bestintegriertesten muslimischen Nachbarn. Und da fragt man sich natürlich, welche Zeitung vertritt es? Die Bild-Zeitung. Welcher Konzern ist es? Der Springer-Konzern. Und was sind die politischen Leitsätze der Springer-Politik von Anfang an? Das ist die Freundschaft, die unhinterfragbare Freundschaft mit den USA und Israel. Wogegen an sich ja noch nichts zu sagen wäre, Freundschaft ist eine schöne Sache, aber mittlerweile haben wir unter dem Stichwort deutsch-amerikanische Freundschaft oder deutsch-israelische Freundschaft in der Springer-Presse eine Verteidigung jedweder Schandtat, die Washington und Tel Aviv gerade auf dem militärischen Gebiet vor sich nehmen, vollziehen. Und deswegen kommt es nicht von ungefähr, dass gerade diese Zeitung ein Feindbild vertritt, wie es nur zu gut in die amerikanische oder israelische Geopolitik und Kriegspolitik passt. Gibt es aus Ihrer Sicht einen historischen Quell, warum diese Strategie der Spannung so attraktiv für die Mächtigen ist, dass sie immer wieder gewählt wird, dass wir auch jetzt wieder statt des politischen, akademischen Diskurses über Probleme, die es ja gibt und die gelöst werden müssen, diese, ja, ich sage jetzt mal, platte Aggressionspolitik haben, aus unseren eigenen Reihen heraus. Wo kommt das her? Wer hat das erfunden? Wer hat das in unseren Alltag gebracht? Naja, wir haben die Politik des Teile und Herrsche, des Divide et Impera, ist eine alte Machtpolitik, die schon im Altertum durchgeführt wurde. Ich glaube, in neuerer Zeit ist die Politik interessant geworden, weil
der bloße Faschismus, der ist nicht populär. Also dass einfach die Staatsmacht sich so verpanzert, dass sie alle Freiheitsrechte zertritt, so wie die Nazis das dann in Deutschland gemacht haben oder Mussolini in Italien, das wird so nicht mehr kommen. Diese Kräfte haben sich, weil sie durch Blut gewartet sind, blamiert. Und sie haben außerdem den Makel der Niederlage im Zweiten Weltkrieg. Deswegen wird dieser obszöne, offene Faschismus nicht mehr kommen. Sondern die Machtstrategie besteht jetzt darin, dass der Staat und die Exekutive sich als Kraft zwischen den politischen und militanten Fronten aufbaut und sagt, wie etwa in Italien, dem Musterland der Strategie der Spannung in den 70er Jahren, wir haben Terror von links, rote Brigaden, wir haben Terror von rechts, Neofaschisten, und wir, der Staat, stehen in der Mitte und müssen jetzt leider um dieses Terrors von links oder von rechts oder von Islamisten oder sonst wem Herr zu werden, müssen wir jetzt leider die Bürgerrechte weitgehend reduzieren. Das ist sozusagen nicht eine faschistische Verhärtung der Staatsexekutive, sondern eine Verhärtung der Staatsexekutive, die antitotalitär daherkommt und deswegen die Extreme, die totalitären Extreme, immer befördern muss, von beiden Seiten Munition geben muss, damit sie den Friedensstifter spielen kann. Also mal vereinfacht, wir haben im Prinzip einen versteckten Faschismus, der aber immer noch mit den Instrumenten des Faschismus wirkt in unseren Alltag hinein.